Dieses Tutorial zeigt dir ein paar sehr nette Variationen mit dem EB. Eine einfache Variation ist das Schwingen in EB-Position. Wiederhole dazu den Sideswing. Beim Sideswing legst du einen Arm vor den Körper, damit dann beide Griffe unmittelbar nebeneinander sind und das Seil eine Umdrehung neben dem Körper machen kann. Lege nun einen Arm nicht vor den Körper, sondern hinter dem Körper zum anderen Arm. Im Springen sieht das dann so aus. Mit dem EB Sideswing kann man sich auch durch den Raum bewegen oder andere Akzente mit den Beinen setzen. Eine andere Variante ist es auch noch, in der EB-Position vor dem Körper zu schwingen. Hier kannst du dir noch einmal alle Variationen von Sideswings ansehen. Etwas anspruchsvoller ist der Fisherman im EB. Zum Fangen legst du hier den Arm hinter den Rücken. Wenn du etwas übst, kannst du nach dem Fangen auch gleich im EB weiterspringen. Aus dem EB kannst du sehr einfach auch in einen EB-Toad springen. Springe dazu in den EB, hebe bei der nächsten Umdrehung das Bein und lege den Arm vor dem Körper unter das Bein. Schon springst du im EB-Toad. Nimmst du unmittelbar nach dem Überspringen beide Arme hoch, so hast du den EB-Toad auch schon wieder aufgelöst. In den EB-Toad kannst du natürlich auch direkt über einen Sideswing einsteigen. Und zwar genauso wie du in den EB selbst mit einem Sideswing einsteigst. Nur dass du eben gleich dein Bein hebst und den Arm darunter führst. Wenn du mit der vorhergehenden Übung die Position der Arme und Beine schon gut geübt hast, ist diese Übung nicht mehr schwierig. Auch der Toad lässt sich gut mit dem EB-Toad verbinden. Spring in einen Toad, dann ist der Arm schon bei der ersten Seilumdrehung vor dem Körper in Toad-Position, der andere Arm wird mit einem Sideswing noch hinter den Körper gebracht, sodass du bei der dritten Seilumdrehung dann in EB-Toad springst. Nun beschäftigen wir uns noch mit Doubles. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Beim sogenannten EB-Double gehst du mit einem Double in den EB. Zur Vorbereitung wiederhole noch einmal den EB. Der Sideswing und der erste Sprung im EB werden als Double gesprungen. Du landest also im EB. Erst mit der dritten Umdrehung löst du wieder auf. Im Springen sieht es dann so aus. Zweite Möglichkeit ist es, den EB und das Auflösen als Double Under zu springen. Mach dafür einen EB im normalen Tempo und beschleunige erst dann für den Double Under. Während der Seilumdrehungen des Double Unders springst du einen EB und das Auflösen des EB. Hier landest du, im Unterschied zur ersten Variation, bereits wieder mit geöffneten Armen. Diese beiden Doubles lassen sich auch sehr gut in Serie springen. Mit dem ersten Double Under springst du in den EB und mit dem zweiten wieder heraus. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.